Hallöchen, liebe YouTube-Crews und herzlich willkommen zu unserem nächsten Gasstation-Simulator-Video und zwar im Standardspiel. Wir sind in der Wüste. Ja, und ich war gerade tatsächlich selber ein bisschen erschrocken, als ich gesehen habe, das letzte Mal gespielt am 29.04., sprich fast vor einem Monat. Ja, es ist ein bisschen, troublig gewesen mit Urlaub und Co. Und ich habe die Aufnahmen hier tatsächlich nicht so schön mit unterbekommen. Yay! Wir haben Dust Bowl irgendwas bekommen. Okay, cool. Läuft. ja, dementsprechend haben wir natürlich gut zu tun. Das Letzte, was wir gemacht haben, war unsere Busstation, die wir uns geholt haben. Also, Entschuldigung. Dann kümmern wir uns sofort. So, bei Twitch sind wir tatsächlich ziemlich fleißig gewesen bei Tidal Wave. Keine Sorge, Tidal Wave wird hier natürlich auch noch weiter gespielt auf YouTube. Wow. It's worse than before. Ja, sorry, wegen... Wir müssen ja gar nicht hin und her schubbeln. Ich schon wieder raus. Die haben mich gerade nice ganz rausgebracht, ne? Das sind. Ja, die sind cool. Ich fühle die ja schon dezent. Das ist das jetzt von der Busstation? Bitte. Da müssen wir aber hier mal ordentlich aufrüsten im Laden, ne? Wie gut sind die denn? Ey, ich mag euch. Ich mag euch total. Geil. Oh Gott, das fühle ich ja mal so dermaßen. Wie krass ist das denn bitte? Sehr cool. Ja, dann... Oh, dann müssen wir aber hier richtig loslegen, ne? Wir haben ja hier derzeit ein bisschen Trouble. was das Geld angeht, ne? Hier in der Wüste ist so ein bisschen tricky mit allem. Aber ich könnte mir vorstellen, damit kann es jetzt nochmal sehr geil werden, ne? Just as I wanted. Oh gut. Oh Gott, wie gut ist das, wenn ich feier's. Ach, so nice. Nee, das Geist, die nervt gerade. Der Geist passt gerade nicht, ne? Zu dem Rest. Oh, wir müssen das Band sauber machen. Have a nice day. Wow, so... Ja, nein, ich kümmere mich. Sorry. Werkstatt. Oh, wir müssen unbedingt so schnell wie möglich Angestellte bekommen. Ich weiß... Nein! Der hat da wieder rumgekritzelt. Verdammt. Da müssen wir echt schauen, dass wir das ganz schnell noch hinbekommen. Wir gucken gleich mal, wenn hier ein bisschen Ruhe ist, wo dran ist gerade... Wow! Oh, das war knapp. Wo dran es derzeit mangelt. Was noch fehlt, bis wir einen Angestellten haben können. Wenigstens hier für die Kasse, ne? Kasse und hier ein bisschen sauber machen. Das wird uns schon sehr, sehr viel Arbeit abnehmen. You're amazing. Ja, Mann. So, E-Mail gucken wir gleich. Erstmal Werkstatt. Und wir müssen unbedingt sauber machen, ne? Unbedingt sauber machen. Also Reifen, Tür. Boah. Viele Reifen. Starten mal mit der Tür. Und dann, genau, wir haben noch die E-Mail. So, hoppala. Sind alle Reifen kaputt? Sieht eben irgendwie nur nach dreien aus. Was sind es doch vier?
Sieben. Achtung, Platzer. Und Zeit. Also Werkstatt, dann gehen wir direkt an die Kasse. Nee, erst noch tanken. Gerade sehe. Dann, ja, E-Mail. Und dann gucken wir mal, ob wir endlich jemanden einstellen dürfen. Ne? Ich weiß gar nicht, woran es da noch mangelt. Opa. Aber das finden wir gleich ratzifatzi raus. Null Problemo. Nehmen wir den Anruf vom Onkel entgegen. Nicht gut. Wenn der Onkel anruft, ist meist nicht gut, ne? Das machen wir gleich. Wir haben erst noch zu tun. Onkel muss warten. So. Zack. Hier direkt aufräumen. Ich würde sagen, da drüben müsste... Das da, genau. Das habe ich gesucht. Den nehmen wir mit. Oh. Tipp. Falsch. Da will ich dann... Oh, wow. So viele Leute. Okay, zack. Schnell tanken. Das muss ich ja sagen, das finde ich beim Gas Station Simulator auch noch sweet, ne? Mit der Story, die sich halt gleich überall noch hinter verbirgt, ne? Wir haben immer noch so eine kleine Grundstory, die wir verfolgen. Das mag ich doch auch schon ziemlich. Jetzt ist ruhig geworden, ne? Partygäste sind weg. Jetzt ist ruhig. Schade. Die waren schon toll. Wie oft kommen jetzt die Partygäste? Ist das häufig? Oder so, keine Ahnung, alle drei Tage. Keine Ahnung, kann man das irgendwie abschätzen? Ich würde sagen, wir lesen mal flott die E-Mail. Der Touristenbus. Oh, da kriegen wir vielleicht schon eine Info, ne? Nun, Neffe, jetzt schwimmst du mit den großen Fischen. Oder nimmst, oder zumindest versuchst du, mit Riesenschritten dorthin zu gelangen. Ich hätte nicht erwartet, dass eine Bushaltestelle das Sprungbrett zu Reichtum und Ruhm sein würde. Aber jetzt ist es soweit. Also lass mich dir ein paar Dinge darüber erzählen, was aus deinem Leben werden könnte. Wenn du das Gefühl hast, überarbeitet zu sein, solltest du vielleicht deine Prioritäten neu bewerten. Wenn ein Touristenbus vorbeikommt, ist ordentlich was los und alle Hände voll. Es gibt keine Pause und keine Ausrutscher. Die Anzahl der Fahrgäste in diesem Bus ist jedes Mal enorm. Natürlich sind alle in deinen Augen immer noch individuelle Kunden und unterliegen daher demselben strengen Ethikkodex, den du für dich selbst an deiner Tankstelle gesetzt hast. Zur Veranschaulichung. Stellen dir vor, dass 30 Leute versuchen, den letzten Müsli-Riegel zu kaufen oder die Tankstelle sieht wie ein Schweinestall aus. Das wird deinem Ruf nicht gut tun und deine Popularität wird leiden. Andererseits 30 Leute, die deine Ware zu einem spitzen Preis kaufen. Das ist ein wahr gewordener Traum. Sei also wachsam. PS? Aber wenn du merkst, dass es dir einfach zu viel wird, versuch nicht, es zu verbergen. Ich werde es so oder so merken. Rufe mich an und ich sorge dafür, dass die Bushaltestelle aus dem öffentlichen Register gestrichen wird. Das Busereignis kann im Optionsmenü deaktiviert werden. Gut, wollen wir aber gar nicht. Busfahren war tippitoppi lustig und wir haben auch keine Angst vor den Kunden. Noch ist das entspannt. Wir müssen nur aufrüsten hier, ne? So, ich wollte sagen, schnell tanken. Werkstatt ist auch schon wieder. Aber bevor wir in die Werkstatt gehen, möchte ich jetzt einmal... Oh, erstmal wollen wir hier einmal ganz, ganz schnell und dringend aufräumen. So. Ich würde sagen, putzen auch nochmal. Dann ist hier nämlich auch wieder alles schön. Interessanterweise ist unser WC in Ordnung. Ich hätte jetzt gedacht, nach Partybus müsste es da auch ganz fürchterlich sein. Aber nein, dem ist nicht so. Und da möchte ich gucken wegen Angestellten. Jetzt nochmal schnell hier abkassieren. Genau, Werkstatt muss immer noch warten. Oh Gott, das war knapp. Ja, noch jemand. Wir müssen hier unbedingt nachbestellen, ne? Ich meine, wir haben jetzt richtig gut Kohle gemacht, gehe ich von aus. Also, ne, so verhältnismäßig. Aber wir müssen natürlich auch noch ordentlich nachbestellen. Damit wir unsere Buskunden wieder beliefern können. So, Angestellte immer noch nicht. Das dauert anscheinend wirklich noch. Ne? Guck mal, wir können das Lager ausbauen. Ich würde sagen, wir lassen uns erstmal jetzt ein bisschen wieder was liefern. Auf jeden Fall dies hier. Hoppala, das wollte ich nicht. Da wollte ich nochmal hin. Lieferung, Produkte. Ist gar nicht so viel im Angebot gerade. Das ist schade. Aber alles, was er... Oh, hier ist einiges. Was wir nehmen können, nehmen wir auch mit. Ist auch gar nicht mehr, was wir hier jetzt... Also ich weiß, dass wir natürlich Zigaretten haben.
Was wir sonst noch alles können, gar nicht so auf dem Schirm gerade. Ich glaube, Autopflege hatten wir noch nichts weiter. Deswegen lassen wir das mal. Ich hoffe, dass wir es so bestellen können. Vom Geld her ja. Ja, das habe ich befürchtet. Okay, dann lassen wir mal ein bisschen was weg. Hier haben wir noch einiges. Das müsste passen. Hä? Warum? Ach. Okay, so. Das ist schlecht. Dann müssen wir wirklich alles, was wir hier noch haben. Boah, das ist ja mal gar nicht schön. Und was haben sie gekauft? Gefühlt gar nichts. Toll. Gut, da müssen wir auch einmal ganz schnell sauber machen. Hier unseren Müll. So. Weg damit. Oh, guck mal, der ist schon da. Oh, stimmt, wir haben immer noch den Kunden in der Werkstatt, ne? Den habe ich jetzt vielleicht dezent vergessen. Würden Sie sich bitte beeilen? Ich habe keine Zeit. Los, geht doch. Meine Güte. So, einmal schnell tanken und unser Onkel wartet immer noch, dass wir das Telefonat entgegennehmen. Werkstatt, dann müssen wir direkt auch rüber. Zack. Das alles, was ins Lager kommt, annehmen. Reifen. Drei Reifen, okay. Gut, wir müssen wieder Reifen bestellen, glaube ich. Reifen, bestes Produkt bei uns in der Werkstatt. Nach wie vor. Da möchte ich wirklich mal gucken, was wir ausbauen können. Gerade auch... Hören Sie auch zu. Gerade auf im Hinblick Angestellte. Ich möchte unbedingt endlich Angestellte haben. Unbedingt. Im Notfall, ihr Lieben, würde ich es vielleicht sogar so machen, dass ich diesen Speicherstand einmal im Stream spiele, damit wir ein bisschen flotter vorankommen. Wenn ihr sagt, nee, bitte nicht, dann... was? Achso, da hinten. Ich wollte sagen, was hupt der denn die ganze Zeit? Dann machen wir das natürlich alles hier. Dauert, ne, ist klar. Aber da sagt ihr mir bitte einfach, was ihr davon haltet, wie wir es machen wollen. Und da richte ich mich wirklich nach euch. So. Just as I wanted. So. Und so. Und, oh nein. Opa, so, so. Und jetzt schnell rüber. Genau, hier noch den Müll rein. Opa, natürlich den Müll. Rein. So. Bitte hetzen Sie doch nicht so, Mann. Hier müssen wir auch irgendwie mal aufräumen bei Zeiten, ne? Ich glaube, ach guck mal, hier dürfen wir noch ein bisschen was reinpacken, während der parkt. So. Ne, haben wir. Und haben wir auch. Dementsprechend darf er fahren. Warten, bis er draußen ist, damit wir die Tür wieder zumachen können. Oh, und dann müssen wir unbedingt auch noch Kevins Gekritzel von den Wänden wegmachen, ne? Shit, habe ich ganz vergessen schon wieder. Vielleicht auch verdrängt. Anstrengend. Oh, wie ging das denn nochmal? Ach so. Oh nein, Kunden. Viele, viele Kunden. Wir müssen hier sauber machen. Oh Gott, Stress. Stress. So, hier als erstes. Weiß nicht, wann wir das Telefonat vom Onkel entgegennehmen sollen, ne? Weiß auch nicht, was er uns da Tolles erzählt. Wahrscheinlich wieder das gleiche wie der E-Mail zum Partybus, ne? Das hatten wir jetzt ja auch ein paar Mal. Dass dann mehr oder weniger doppelt war, die Info. So, was wir aber, glaube ich, machen, ist das Lager ausbauen, ne? Ich glaube, das ist nicht dumm. So. Oh, wir schaffen es doch, den Anruf entgegenzunehmen. Jetzt ist gerade ein... klitzekleines Päuschen. So. How was the rush hour, nephew? Hope you didn't get trampled beneath all the customers coming in from that bus. I've heard workers tell me there's little difference between a passenger bus and Armageddon. Now, if you're feeling overworked, how about investing in some help? Trust me, it's a completely different experience being the one in charge. Give it a shot. See how it feels to be the boss of your own establishment. I'll send you more information in an email in the future. Oh, das ist sehr gut. Der Wohnwagen kann auf der Registrierkarte Angestellte. Oh mein Gott, es ist soweit.
Oh Gott, wir kriegen Angestellte. Was ist das für eine Erleichterung, ihr Lieben? Oh, wie gut ist das denn? Ich sag's die ganze Zeit, wir brauchen unbedingt Angestellte. Und hätten wir den Anruf mal eher entgegengenommen, ne? Seit wann klingelt das Telefon dort? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, Spiegeltüte, Reifen. Oh, wie gut. Das werden wir, wenn wir hier fertig sind in der Werkstatt, machen wir das auf jeden Fall direkt. Endlich. Es ist endlich soweit. Wir kriegen einen Angestellten. Was für eine unglaubliche, unglaubliche Erleichterung ist das denn bitte? Oh Gott, so gut. Er kommt an die Kasse. Er darf sich um die Kasse kümmern. Alles andere kriegen wir, glaube ich, so noch ganz gut gewuppt. Aber Kasse ist das, was ich gerne abgeben möchte. Hoppala. So. Juppie. Und der Spiegel, ne? Ups. Haben wir. Zack, zack, zack. Top. Ja, Mann. Ach, da war nichts weiter. Aber guck mal, das können wir jetzt auch mal damit reinpacken, weil irgendwie blinkt das Ding ständig auf, dass ich es wegwerfen soll. So. Schnell tanken, Kasse. Und hoffen, dass wir dann wieder einen klitzekleinen Moment Ruhe haben, um uns einmal an den PC zu begeben. Wir müssen ja auch die ganzen Produkte noch wieder einräumen, die wir jetzt bestellt haben, ne? Wir haben noch nichts von den Sachen eingeräumt. Das müssen wir auch unbedingt machen. Ja, danke. Jetzt können wir es wieder. Gerne. So. Angestellter. Endlich. Ah, oh, endlich. 400. Ja. Oh, so gut. So gut einfach. Einstellen. Die Charlotte nehmen wir mal, ne? Guck mal, Kasse sieht tippitoppi aus. Nehmen wir. So. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist das Übliche. Wundert euch nicht. Ups, ja. Planung, Hauptjob. Ich kenne es jetzt schon durch den Stream. Wenn ihr da Fragen habt, dann sagt bitte Bescheid. So, automatisch bezahlen. Genau. Du kannst die Schicht nur einstellen, wenn der Mitarbeiter pausiert hat. Okay. Ich weiß gar nicht, ob der Mitarbeiter schon da ist, aber das hoffen wir jetzt mal. Dass der relativ zeitig ankommt. Achso, wir sollen nochmal den Müll wegnehmen. Werkstatt und E-Mail. Die Kunst der Anstellung. Es ist an der Zeit, über Logistik zu sprechen, Neffe. Du bist kein Kind mehr, sondern bekommst jetzt zum ersten Mal die sprichwörtliche große Hose zu tragen. Also lass uns alles durchgehen, was du wissen musst. Erstens, du kannst niemanden einstellen, ohne ihn angemessen unterzubringen. Du brauchst einen Ort, an dem du sie unterbringen kannst, wenn sie nicht arbeiten. Vielleicht einen Wohnwagen. Haben wir. Vielleicht auch etwas anderes. Wichtig ist, dass du es aus eigener Tasche finanzieren musst. Wenn die Unterbringung geklärt ist, kannst du jemanden einstellen. Die ganze Zeit suchen Leute nach. Aber sie sind nicht besonders erpicht darauf, ihre Lebensläufe zu verschicken. Im Schnitt kannst du somit damit rechnen, alle 12 Stunden 2 Bewerbungen zu bekommen. Wenn niemand deinen Anforderungen entspricht, ignoriere sie einfach und warte auf die nächsten Kandidaten. Deine Mitarbeiter verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, also wähle diejenigen aus, die bei den ihnen zugewiesenen Aufgaben optimale Leistungen erbringen werden. Okay, ja, macht Sinn. Denke aber daran, dass Fähigkeiten leider auch in Geld gemessen werden, das heißt, höher qualifizierte Leute auch höhere Gehälter verlangen. Und schließlich werden Angestellte, egal wie gut sie sind, früher oder später müde. So sehr wir uns heutzutage auch über unermüdliche Arbeiter freuen würden, dass sie ausruhen. Aber manchmal ist ein Haufen Geld besser als ein Bett. Wenn du jemanden dringend brauchst, der die Dinge mit besonderer Sorgfalt erledigt, auch wenn er müde ist, solltest du ihm einen kleinen Bonus zukommen lassen. Was die Handhabung der Leute angeht, ist das ziemlich einfach. Du kannst sie entweder persönlich ansprechen oder durch ihre Personalkarten am PC.
Unabhängig davon, für welche Methode du dich entscheidest, alle notwendigen Auswahlmöglichkeiten und Optionen sind gleich. Vertrau mir, Neffe, ich weiß, wie man Menschen motiviert. Ja, und hier ist sie auch schon. Ganz fleißig am Rumtipseln. Tippitoppi. So, Werkstatt haben wir schon wieder jemand, aber upala, in der Zwischenzeit würde ich gerne hier mal alles soweit einräumen. Ja, dürfen wir gar nicht, aber genau hier noch. Upala. So. Haben wir. Haben wir hier noch irgendwas? Nein, aber Eis hatten wir. Nein, ich will es nicht nehmen. Ich möchte hier was reinpacken. Okay, wir brauchen definitiv noch mal eine Eistruhe, ne? Ich wollte sagen, sie räumt einfach mal alles weg. Sie hat einfach den Tisch weggenommen, ne? Hast du schön gemacht. Toll. So. Ich wollte sagen, fliegende Bildschirme sind irgendwie doof. Wir müssen aber hier bestellen. So, Lieferung, Teile, Reifen. Ein Glück. Lackstift hatten wir, glaube ich, noch. Ich glaube, das passt alles, ne? Ich glaube, die Reifen, dann nehmen wir aber noch mal ein paar mehr. Ich hoffe, dass wir uns das leisten können. Oh ja, Tatsache, nicht ganz. Machen wir so. Hopp. Ich sehe schon, ja, ich wusste schon, warum ich Reifen bestellt habe, ne? Wir haben nur noch zwei. Ich hoffe, dass die zwei Reifen reichen. Lass deinen Mitarbeiter 8 Stunden lang arbeiten. Ja, der wird jetzt arbeiten, das ist korrekt. So. Oh, 2 Reifen, Spiegel. Okay. Natürlich, ne? Aber ich würde sagen, dass die nächsten Reifen relativ zeitig ankommen sollten. Ups. Den Spiegel möchte ich. Hoppala. Was? Oh. Da ist nicht noch ein Spiegel. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es noch ein Spiegel war. Egal. Lackstift haben wir. Nächsten Reifen kommen. Einen haben wir noch. Jo. Dann gibt es einen ganz, ganz frischen Reifen, der in 70 Metern angekommen ist. 72, 73. Also er ist gleich da. So, um es kurz zu machen. Der Reifen ist gleich da. So, war noch irgendwas? Doch, es war doch der Spiegel, seht ihr? Hä? Ja, ist merkwürdig. Noch nicht falsch geguckt. Achso, ich habe falsch getippt. Okay, okay. Jetzt macht's Klick. Okay. So, ich wollte sagen, der ist da. Zack, ja, nicht nerven. Ach hier, und unsere liebe Dame ruht sich jetzt aus. Ja, ich würde ja gerne noch einen Angestellten holen, aber dafür werden wir jetzt gerade nicht das Geld haben. Weil wir dem natürlich auch wieder einen Wohnwagen dann holen müssen. Damit er sich ausruhen kann, etc. Die Kohle werden wir nicht haben. Also müssen wir uns erstmal in der Nacht noch selber um alles kümmern. Ich würde sagen, welcher war noch gut? Der hier. Ich weiß gar nicht, doch wir müssten hier mit Sicherheit auch einen Waschplatz haben, ne? Das haben wir nämlich bei Tidal Wave. Der Waschplatz ist auch nochmal sehr nice, muss ich sagen. Awesome. So, haben wir. Müll einpacken. Da. Und schnell rüber. Erst zur Kasse, dann tanken. Oh. Haben wir. Haben wir. So. Na. Was kauft ihr denn alles ein? Sagen Sie mal. So, schnell tanken. Haben wir auch. Okay. Genau. Was wollten wir gucken? Lager ausbauen, ne? 150. Ja, okay, das können wir machen. Geht gerade noch. Und dann möchte ich jetzt nochmal nach einer zweiten Eistruhe gucken. Mal gucken, wie viel die kostet. Oh, nee, das geht gerade nicht. Shit. Kein Geld für.
So, haben wir. Warte mal überlegen. Jetzt sagen, hier können wir auch nochmal. Müssen wir überhaupt sauber machen? Nö. Nö, okay. Was ist das, unser Bad, dass da so gar nichts ist, ne? Unser WC. Guck mal, hier. Ach, erstmal zur Kasse. Der muss sowieso erst aussteigen und alles, ne? Das dauert einen Moment. Hier. Machen wir schnell mit den Herren hier. Wir brauchen wieder Regale. Das ist, kostet nur wieder Geld. Geld, was wir nicht haben. Unschön. Ein Reifen im Spielort, das ist ja mal wenig, ne? Das ist ja mal, das kennen wir gar nicht. Genügsam, möchten wir den Herren mal nennen. So, sie ruht sich, ach, um 8 Uhr fängt unsere, ich habe, wie heißt sie? Charlotte? Christina? Ich weiß es nicht mehr, ich habe schon mal vergessen, wie sie hieß. Sollte dann wieder anfangen, ne? So, zack. Das da rein. Top. So, tanken. Oh. Unschön. Wir müssen sowieso, glaube ich, mal hier alles nochmal wieder streichen und so, ne? Alles nicht schön. So, Kasse ist auch wieder jemand. Aber wir haben also... Ah, ich bin mal gespannt, wie wir hier so vorankommen. Super. Alles am Geld, ne? Ah, die... Ach, da passe ich immer nicht lang, ne? Und hier ist Müll. Weg mit dem Müll. So. Gucken gleich nochmal wieder, was wir noch ausbauen könnten, dürfen, wie auch immer. So, die Werkstatt. Das kostet 750. Oh, Herr Jemine. Ja, okay. Das geht nicht. Dann würde ich sagen, dann sind wir genügsam und kaufen uns einfach nochmal eine kleine Eistruhe. Das Geld haben wir. So. Gehen wir hier so mit hin. Können wir, ich hoffe, alles reinpacken. Ja, also fast alles. Das haben wir. Genau, jetzt wollte ich noch mal kurz gucken. Ich glaube, wir müssen ein bisschen sauber machen. Boah, das ist... finanziell halt hier wirklich tricky, ne? Wirklich, wirklich tricky. Aber gut, wir haben, würde ich sagen, doch ganz... Sagen, steigen Sie bitte aus. Wir haben ganz gut was geschafft. Es war schon kritischer. Es wird. Wir kommen voran. Wir kommen so langsam voran, würde ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, wie oft jetzt dieser Partybus kommt. Da hatten sie auch gar nicht so gesagt, ne? Wie oft das passieren könnte. Aber ey, wirklich, endlich haben wir Mitarbeiter, ne? Das ist das Allerbeste, was hier passiert ist heute. Also, Partybus war auch ultimativ geil. Also, Partybus und Mitarbeiter, die teilen sich eigentlich fast Platz 1. Der Partybus schon sehr witzig war. Aber den Angestellten können wir halt wirklich wahnsinnig gut gebrauchen. Und das gucken wir gleich nochmal. Was kostet uns denn ein zweiter Angestellter? Das würde mich auch auf jeden Fall nochmal interessieren. Das werden wir uns nochmal mit angucken. So. Haben wir. Das da, aber auf dieser Seite, ne? Genau. Und dann war hier auch der Spiegel, ne? Ich habe irgendwie immer Schiss, dass ich den Spiegel irgendwie fallen lasse oder so, deswegen ziehe ich den immer so komisch rum. Have a nice day. You too. Thank you so much. Eben, ja, ich wollte sagen, das kleine Ding, ne? Das fällt immer irgendwo hin. So, das hier rein. Schnell tanken. Schneller als Kasse. Haben wir. Und hier geht's weiter.
Dann gucken wir, was uns ein zweiter Angestellter kosten würde für die Nacht. Also es ist nicht, dass ich den irgendwo anders mit hinsetzen möchte. Der sollte auch mit an die Kasse. Aber dass wir halt sowohl am Tag als auch in der Nacht hier jemanden haben. Mal gucken. So. Der Mister hier noch. Muss aufpassen, dass nichts genau da irgendwie reinfällt oder so. Dann meckern sie ja wieder. Nice. Wäre das so doof machen. So. Also, Angestellte. Benutze die Gabel-Taste, um den Standort des Mitarbeiters wieder zum Wohnwagen zurückzusetzen. Und sie Rotas, um den Angestellten zu entlassen. Nö, 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 das ist alles tippitoppi. So, Wohnwagen. 500. Wir dürfen aber auch nur einen derzeit haben. Okay. 1 von 1. Shit. Schade. Schade, schade. Was? Nicht bezahlt? Doch bitte. Ich wollte sagen, wir hatten das eigentlich doch ein Häkchen gesetzt, oder? Habe ich das Häkchen aus Versehen rausgenommen? Weiß man nicht. Egal. Ich weiß auch gar nicht, wie es ist. Nee, wir können wahrscheinlich keinen zweiten anstellen, dass sie sich das irgendwie teilen. So, ne? Der eine tags, der andere nachts. Wahrscheinlich nicht. So, wir hätten dann die Tankstelle. Wir hätten hier Tankstelle 4. Die Waschanlage. So gut. Aber 1500 ist also, ne? Wir müssen gucken, dass wir an Geld kommen. Nochmal mehr Mitarbeiter. Das ist auch toll. Irgendein neues Event. Mehr Dekoration, Toilette, Parkplätze, Zapfsäule. Da kommt einiges noch auf uns zu. Das ist cool. Das ist sehr, sehr gut. Ich freue mich. Ich bin mal gespannt, wie oft, wie gesagt, der Partybus hier hält. Da bin ich wirklich sehr, 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 sehr gespannt. So, 2 Reifen. Laufen wir damit schon mal direkt rüber. Die Dille. Haben wir. Und der nächste noch. Mehr war nicht, ne? Ich glaube wirklich nur die beiden Reifen. Die Frage, ob wir nochmal Reifen wieder bestellen. Gucken gleich mal, wie es preislich so aussieht. So. Zack. Zack. Wow. So. Werkstatt. Nee, Lieferung. Teile. Reifen. Ah, jetzt nicht mehr. Okay. Davon brauchen wir nichts, ne? Das sollte noch. Sollte, glaube ich, erstmal noch gehen. Zumindest ein Momentchen. So, hier steht schon wieder jemand. Und während wir hier alles mal über... Wow! Oh Gott, das war knapp. Rüberziehen und so. Würde ich sagen, sind wir für heute auch am Ende, ihr Lieben. Ich glaube, wir haben wirklich richtig, richtig gut heute wieder was geschafft. Ich freue mich sehr, wie es hier ausschaut. Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Und ich freue mich natürlich wie immer auf eure Kommentare. Und lasst auch gerne ein Like da und so weiter. Das Übliche, ihr kennt es. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag und würde sagen... Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.